Also die Figur ist entstanden in einer Reihe von verschiedenen so afrikanischen Figuren, und besonders bei dieser Figur wollte ich eigentlich keinen Punkt zu einem dieser afrikanischen Themen, sondern an Dynamik und so Kraft, ja, also Andenken und das auszuüben. Also ich habe versucht, so eine dynamische Arbeit zu machen, ohne starke Bewegung, dass das so eine gewisse innere Dynamik ausübt. Und dabei spielt zum Beispiel diese Vertikale so eine starke Rolle. Ja? Das macht Figur so sehr statisch. Ja? Und trotzdem, trotz dieser Vertikale und Statik entsteht so eine gewisse so Gegenkraft, ja, also diese ganz starke dynamische Kraft durch diese Bewegung und diese Falten, die ich so, also ganz besonders so verstärkt als Vektoren, also Kraftvektoren so eingesetzt habe. Und damit auch mit, sagen wir, mit dieser Haltung von der Figur entsteht so ein ganz starker so dynamische Kraft hat, aber das geht nicht durch diese Bewegung nach außen und so Entfaltung, sondern so eine innere Dynamik, ja, so in der Figur. Ja. Und das, finde ich, hat es geklappt, ja, so bei der Figur.